hat es nicht verstanden, Entschuldigung. Wie, was habe ich denn jetzt? Der Kollege hat Ihnen eben gesagt, hinter den Absperrungen da hinten. Jetzt kommen Sie schon wieder nach vorne, ja? Ja, weil jetzt sind erstmal die Sägearbeiten vorbei. Das hat damit jetzt erstmal überhaupt nichts zu tun. Zweitens ist hier laufender Verkehr. Ich halte also mindestens 3- bis 4-fachen Abstand vom laufenden Verkehr, der hier vorbeifährt. Das mag ja sein, es kommt auf die Absperrung drauf an. Und, ja. Also ich halte mindestens den 3- bis 4-fachen Abstand von den Autos, die hier vorbeigeführt werden noch. Das mag ja sein. Was soll denn da passieren? Der Kollege hat ihn eben erwähnt, worum es geht hier. Ja, hinter die Absperrung, ja, solange hier die Baumaßnahmen sind, kommen sie hier nicht dichter ran. Das haben wir nicht verstanden, ja? Aber der Verkehr darf vorbeifahren. Also das begreife ich irgendwo nicht. Wieso begreifen Sie das nicht? Ja, weil ich das nicht begreife, weil es keinen Sinn macht. Das macht ja als einzigsten Sinn, den es macht, ist die Presse auszuschließen, mehr nicht. Nee, das hat damit ja selbstverständlich, der Verkehr Sie fließt doch vorbei. Filmen, Sie können von da filmen, ist ja gar kein Problem. Hallo, Sie auch. Nee, kommen Sie mal her. So, muss ich Ihnen das jetzt vorher erklären, bis Sie dann das machen, was Sie sagen? Ich warte, bis ich darüber gehen kann. Ist das okay? Das ist okay, natürlich. Ja, also wie ihr gehört habt, ich werde hier jetzt gerade wieder weggeschickt. Ich darf hier nicht mehr weiter filmen. Ich muss auf die andere Straßenseite gehen. Das soll also weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit passieren. Wie ihr sehen könnt, ich zoome da mal so ein bisschen hin, der Verkehr wird hier direkt dran vorbei, vorbeigeführt. In unmittelbarem Abstand fahren hier die Autos vorbei. Ich bin so gut die 3- bis 4-fache Entfernung von dem fließenden Verkehr, der hier vorbeigeführt wird. Aber ich soll hier weg und ich gehe jetzt auch lieber rüber, sonst machen die noch weiter Stunk. Ja, ich habe jetzt so gut es geht rangezoomt, damit ihr mal die Schnitte seht, die hier gemacht wurden. Ich wurde gerade auf die andere Seite geschickt. Ja, es ist halt verboten, da in dem Gefahrenbereich zu sein. Gleich wenn der Straßenverkehr kommt, zoome ich mal kurz zurück, um euch zu zeigen, dass der Straßenverkehr wirklich 1,5 Meter daran vorbeigeführt wird. Der darf natürlich nicht behindert werden im Berufsverkehr. Während die Presse und die Öffentlichkeit bis auf 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fahrstreifen Abstand wahren muss. Ja, hier ist es zu sehen, wie die Mühlenstraße hier an der Eastside Galerie zwei Fahrspuren weiterhin der Verkehr fließt, ungehindert hier. Die Polizei hat den Gehweg abgesperrt und die Leute, also auch die Presse,
einfach weggeschickt und gesagt, sie dürfe da nicht stehen, es sei gefährlich da zu stehen, man könne Betonsplitter oder ähnliches abbekommen. Also wie es aussieht, wird mit der Zerstörung der East Side Gallery hier mit diesem Ausschnitt begonnen.